Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Darksiders 3. Ich bin es heute Simofix. Beim letzten Mal waren wir hier in diesem wunderschönen Unterwassertempel auf der Suche nach der Gefräßigkeit. Und wir haben beim letzten Mal hier einige ich habe schon wieder vergessen, dass ich hier ein fetter Brocken bin. Ja, wir haben uns hier beim letzten Mal ein bisschen vorgeschwungen schon und sind jetzt hier auf einem guten Weg. Wir haben mir beim letzten Mal diese schöne Tür geöffnet und mit unserer Kraftfähigkeit kommen wir hier eigentlich ganz gut durch. Hoffen wir, dass es weiter so bleibt. Ich höre Skelette, was ich jetzt nicht unbedingt so cool finde, aber was soll man machen? So, naja, ich bin gespannt, weil das ist ja stehe schon mal aus der Frage, und zwar, dass, dieses fette Viech, was wir gesehen haben, was uns ja hier schon mal belagert, dieses fette Viech, was uns ja schon mal belagert hat, ist ja, Gefräßigkeit, dieser riesige Tentakel-Oktopus, aber... Wo kamst du denn her, Mann? Ganz ernsthaft, da gibt's kleine. Ja, jetzt hat mich jeder einmal getroffen. Dankeschön. Ich kann ja nichts schmeißen. Man muss ihn nur einmal ausweiten. Also wenn man es einmal schafft, ihn auszuweiten, dann ist es gar kein Problem. Aber das muss man aber erstmal schaffen. So. Ich muss trotzdem wieder ein großes Lob an diesen Dungeon geben. Das ist wirklich ein geiles Design, weil wir halt vertikales Design hier haben. Wir können eben nicht nur wir können halt eben nicht nur von links nach rechts gehen, sondern eben auch noch von oben nach unten. Und da wir ja nicht so einen Schmarrn haben wie eine Anzeige, oh, ich ertrinke. Was ist das? Oh, da brauchen wir noch eine neue Fähigkeit, so wie es aussieht. Es ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Taugt mir, gefällt mir sehr gut, dieser Dungeon. Fehlt natürlich noch an Rätseln, aber das ist ja generell im Spiel leider so, dass wir ein bisschen wenig Rätsel haben, aber nichtsdestotrotz, nette Sache. Wirklich, coole Dungeon und optisch ist es wirklich ja mit Abstand der schönste Dungeon. So, jetzt schauen wir erstmal kurz, wo wir überhaupt hingehen müssen, ne? Gute Frage, oder? Dahin. Okay. Also, hauen wir den lustigen Stein dahin. So, komm. Also, da könnte man wirklich richtig viel Cooles machen mit dem Design hier. Wie gesagt, also, dass man da hoch, runter schwimmen muss, dass man da irgendwie Zeit schwimmen muss. Also, irgendwie, da könnte man sicher noch ein Cooles machen und ich denke mal, Darksiders 2 hätte deutlich mehr draus gemacht. Aber, man muss ja nicht lästern immer und sagen, Darksiders 2 ist viel besser, weil man muss ja sich über das freuen, was es hier gibt. Und das ist, wie gesagt, der mit Abstand beste Dungeon. So. Bam. So. Auch nett, das kleine Rätsel. Also, war jetzt nicht unbedingt schwer, aber war nett. Da will ich hin. Da will ich hin. So. Immer erstmal nach... in die andere Richtung schauen, nicht, dass mich da irgendwas anhüpft. So. Was? Hä? Was soll ich bleiben? Soll ich dich nicht retten? Wenn du, also, du könntest mir auch einfach entgegenkommen. Du könntest mir auch einfach voll nett entgegenkommen und dann nach Haven gehen. Hä? Der ist direkt neben mir, aber wo? Also, schön, dass ich da hochlächeln kann, aber... Das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ah, da, wartet. Ah, lalala. Was willst du? So. Dich retten, du Honk! Was ist das? Deine Lösung, Mann. Ich bin Thanos aus Avengers, Mann. Ich tue einfach zip mit dem
Fingerschnippen lösche ich euch alle aus, Mann. So. Okay, haben wir das auch geschafft. Bam. Fallen wir wieder wie ein Klotz nach unten. Ich höre der Gegner. Euch habe ich ja schon fast vermisst. So, hallo. Ein Wohlgrim! Womit das, wie du willst. Jetzt schauen wir mal kurz die Schlangenlöcher. Da haben wir alle, da haben wir alle, da haben wir alle, da haben wir alle. Hier sind wir. Uns fehlen hier nur noch das letzte Gebiet. Also wir sind ehrlich gesagt schon ziemlich auf dem finalen Weg. Macht natürlich Sinn. Ich meine, wir haben ja nur noch zwei Todessünden. Und wir wissen ja auch, wo sich Stolz befindet. Der hat uns ja schon mal eingeladen in seinen Dummturm. Wenn wir die anderen Todessünden erschlagen haben. Aber nichtsdestotrotz. Nicht. Um deinetwillen hoffe ich, dass du das nicht riechen kannst. Selbst ein Gesichtsloser würde hier berauscht. Hat dieser spezielle Geruch etwas zu bedeuten? Völlerei. Sag ich doch, Völlerei oder Gefräßigkeit. Alter, ich glaube, hier ist der Bossfight. Oh oh. Kann das sein? Oh oh, hier ist der Bossfight, liebe Leute. Ah, und hier sind überall diese listigen Dinger. Cool. Ich sag euch, hier ist der Bossfight. Hätte ich das gewusst, wäre es, glaube ich, nicht schlecht gewesen, uns nochmal vernünftig zu heilen. Scheiße. Ich bin mir fast sicher, dass hier der Bossfight ist. Ich höre den Schlawiner. Springen kann ich nicht, doch kann ich. Leute, hier ist der Bossfight. Ich höre den. Ist der über mir? Ich habe nur noch keine Ahnung, wo genau. Aber er ist definitiv. Ah, nee, das, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Schade. Auch schade, weil der Dungeon echt cool war. Also da brauchen wir noch eine Fähigkeit. Hallo, ich weiß nicht, wie ich den... Ja! Ja! Oh, cool. Wenn es irgendwie drauf rausläuft, dass man die Imboss dann irgendwie... gegeneinander triggern soll, dass die explodieren. Oh, Leute, ich sehe schon kommen, Mann. Da wird noch viel. Danke. Alter! Danke. Darf ich auch mal? Nö. Tja, kein Bock. Wieso soll ich dann Bock haben, Mann? Habt ihr gesehen, die Geschwindigkeit, mit der sie sich hier gerade weiter bewegt hat, Mann? Super, einfach so. Oh nein. Sei vorsichtig, Herrin. Wieso mache ich mir echt so schwer? Alter, der Satz, den der da gerade gemacht hat. So, was kannst du? Eklige Sachen. Genau, dachte ich mir auch eigentlich gerade, Mann. Hä? Ich kenne euch doch irgendwo her. Der war sehr gut geschmissen. Die
Diese scheiß Viecher, Mann, die nerven, Mann. Werden immer hässlicher. Alter, müssen das so viele sein, Mann. Ihr hättet es auch halb so viel hintun können, Mann. Und es wäre immer noch... Ah, wollte ich mal einen Bumerang schmeißen. Ich mache jetzt auch nicht unbedingt so viel Schaden, aber trotzdem... Alter Falter, es gibt schon hart und lustige Gegner in diesem Spiel, Mann. Also die Ding. Oh. Goldburger. Ich meine, es ist zwar Apokalypse, aber hätten wir kurz Zeit für einen kleinen Zwischenstopp? Jetzt! Ist aber echt schwer, Mann. Geschmissen. Ja, genau, Mann! Schieß über die ganze, am besten über den halben Bildschirm, Mann. Ich schmeiß extra meinen lustigen Shuriken auf den und trotzdem, Mann. Ei, 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 Mann, ich sag's euch. Die Gegner machen mich ja fertig, Mann, hier. Seelisch, moralisch. Oh, ein Vulgrim. Ziemlich nah bei den Gegnern. Hä? Warte mal, wo ist denn der jetzt? Bitte. Lass dir Zeit. Nein, nein, ach so. Ich dachte, man sieht immer alle Dinger und die entsperren sich, aber den haben wir jetzt gar nicht gesehen, den Spot. Vielleicht habe ich den Bossfight verpasst. Vielleicht sollte ich den Bossfight spawnen und irgendwie hat er keine Lust gehabt zu spawnen. Diese hässlichen Eier, oh nee. So, Leute, ein kleiner Cut. So, wir sind schon wieder da. Mit unserer schönen Haarpracht. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Du bist genauso abstoßend wie deine Schwester. So. Bitte pass nicht rein. Ja, Leute, Mann. So macht man das nämlich mit Stil, Mann. Cheaten. Wartet. Ich glaube, der Flammending ist da nämlich besser. Weil der konstant Schaden macht. Leute, Mann. Ich liebe Löcher in dem Spiel. Löcher sind schon was Cooles. Löcher sind schon was sehr Cooles. Gegner, die keine Fernkampfattacken drauf haben. Sowas gibt's halt auch noch. Ja, ich kann jetzt nicht mal raus, weil wenn ich rausgehe, dann krieg ich erstmal Schläge ab. Ich sehe keinen Lebensbalken, das langweilt mich, Mann. Komm schon. Zeig mir halt immer meinen Lebenswagen, dass ich überhaupt weiß, dass ich dem Viech überhaupt Schaden zufüge. Genau, Mann. Das hat jetzt aber lange gedauert, Mann. Ich habe die Spinnen schon fast vermisst. Wisst ihr das? Nur aufpassen, dass der von hinten nicht kommt. Leute, 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 es gibt viel zu viel von diesen ekligen Kackviechern, Mann. Von diesen ganzen Krabbelviechern. Da gibt es 1 Milliarde unterschiedliche Dinger. Die sind alle hässlich und nerven. Und es wird nicht weniger. So. Wer will was? Wer hat noch nicht genug? Ja, okay, gegen das Viech kämpfen wir vernünftig.
Oder auch nicht. Wieso soll ich was? Ganz ernsthaft, wann ist das Spiel bitte nett zu mir? Dass sich das... Dass es sich lohnt, vernünftig gegen irgendwas zu kämpfen. Kriege ich dazu eine coole Belohnung, wenn ich da jetzt ernsthaft kämpfe? Nö, liebe Leute. Ganz entspannt, weil der wackelt immer nur nach links, dann wackelt er nach rechts. Dann macht er einen Hieb. Und wenn er seinen Hieb gemacht hat, kann man den locker angreifen. Voll entspannt, Mann. Genau. Und da auch keine Fernkampfattacken kann, hat er leider keine Chance gegen mich. Komm. Genau. Geh kaputt, du Kackviech. So, ich habe da doch irgendwo noch Seelen rumfliegen sehen. Da hinten oben liegt auch noch ein Item. Das würde ich mir natürlich auch gern schnappen. Bäm. Immer alles kaputt machen. Man nannte mich ja auch Max den Zerstörer. Ich und Fury sind nämlich verwandt, ihr wisst schon. So, beide sind wir für unser gutes, für unser nettes Verhalten hier bekannt. So. So. Auch bekannt als unnötige Rager hier. So. Was haben wir da? Zackadang. Diesen Gestellen, die nerven mich immer. Weil die sehen nur so aus, oh, da kann man super hochklettern. Nö, kann man nicht. Kann man den irgendwie schieben? Wartet. Das Ding muss Tonnen wiegen. Wie? Kommt alles aus dem Handgelenk. Beobachtet. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie die Weichen umstellen. Geht das irgendwie? Ach so, da geht's gar nicht weiter. Ach, wir müssen sogar da nach oben. Sehe ich gerade. Dann hole ich mir erst. Ihr seid nicht so hinterlistig wie diese anderen Viecher, Mann. Die immer 5 Meter über die ganze Spielarena hüpfen, Mann. So, hier geht's eh nicht weiter, oder? Ja, genau. Tante ran? Machen wir das. Tonnen, was sind denn schon Tonnen für Fury, Mann? Kommt, heute ist mal nice, Mann. Kommt alles aus dem Handgelenk, Mann. So. Da ist auch noch irgendwas Cooles, wo wir hingehen können. Ach so, jetzt check ich's. Ja, ich dachte, wir müssen den Wagen jetzt irgendwie wieder vorbewegen und irgendwie die Weichen umstellen, aber so geht's natürlich auch. Einfach rollen, 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 immer rollen, rollen, rollen. Wir sind ein kleiner Ball. Wie gesagt, mit Abstand die einfallsreichste und optisch schönste Kraft. Weil die andere Kraft, die, wir werden noch irgendeine erhalten, wo wir diese blauen Wände hochhüpfen können. Das ist ja nichts anderes als ein Walljump. Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt muss ich doch die Weichen umlegen, wusste ich doch. So. Hallo, ich hab's dir nicht verstanden. Könntest du das nur wiederholen? Ich muss den ersten Zug zum Bahnhof nehmen. Bin ich hier richtig? Ja, bitte einfach in den. Boah, schau ja, wenn wir hier Geschwindigkeit fährt. Da fährt das Thema so schnell wie die normale Bahn. So. Und sie sind verspätet. Also vielleicht auch, ja, okay, um 200, 300 Jahre, aber mal. Kann passieren. So, schön geschafft. War kein Problem. Und das Item schnappen wir uns. Engelsabfuck. Müssen wir glatt mal schauen. Ich glaube, wir könnten nämlich unsere Waffe jetzt upgraden. Bin mir aber nicht gerade sicher. Was ist da? Item. Diamantstück. Oh, die Stücke brauchen wir, die Diamantenstücke, weil damit können wir dann wieder unsere Kette upgraden. Bam. Oh, Leute. Wir sind hier richtig. Ah. Kann ich natürlich gut ausweichen. Auf engen Raum zu kämpfen, immer cool. Na gut, Leute, ich finde es nett übrigens, dass wir die Gegner vom Anfang gespielt haben, aber wir sind jetzt auch wieder in der U-Bahn. Wir machen jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es ja weiter mit Let's Play Darksiders 3 und schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Bis dann noch dran und wir sehen. Ciao.